Probe gestellt hat. Eine Probe, die vermutlich noch 2021 andauern wird. Aber wir werden diese Krise meistern. Unser Land hat auch andere große Krisen gemeistert. Fast genau heute vor 75 Jahren, am 19. Dezember 1945, trat der österreichische Nationalrat zusammen. Erstmals nach dem Ende der Demokratie 1933, erstmals nach dem Ende des Krieges, nach dem Ende der nationalsozialistischen Schreckensherrschaft und des Holocaust. Die wirtschaftlichen Sorgen waren enorm. Tausende Gebäude waren zerstört oder beschädigt. Der Hunger war ein ständiger Begleiter der Menschen in unserem Land. Und die Zukunft unserer Heimat war zu diesem Zeitpunkt keineswegs sicher. Und doch war etwas gelungen. Und doch war mit den Wahlen vom 25. November 1945, war mit der, wie es hieß, Eröffnungssitzung des Nationalrats ein Riesenschritt getan. Österreich war nach langer Unterbrechung wieder eine parlamentarische Demokratie. Eine parlamentarische Demokratie, das muss für viele Menschen in unserem Land wie ein Wunder geklungen haben. Ein politisches System, in dem eine freie politische Debatte geführt, wo an Kompromissen gearbeitet werden konnte und wo die vielfältigen Meinungen der Staatsbürgerinnen und Staatsbürger repräsentativ vertreten waren. Wir können gar nicht überschätzen, glaube ich, was dieser Tag für Österreich bedeutet hat. In den Worten, die damals gesprochen wurden, ist dies deutlich zu hören und zu spüren. Karl Seitz, der diese Nationalratssitzung leitete, sagte damals: 11 schwere Jahre haben wir überstanden, die letzten 8 Jahre haben hier Barbaren gehaust. Sie haben das Haus geschändet. Und Seitz betonte die Rolle und Bedeutung des Parlaments zu Recht, denn mit der Konstituierung des Nationalrats und des Bundesrats wurde das Fundament für jene Gewaltentrennung gelegt, die bis heute unser Land trägt. Die Trennung von Legislative, Exekutive und Judikatur, ein System von Checks and Balances, in dem auch freie, unabhängige Medien und mitunter auch der Bundespräsident wichtige Rollen wahrnehmen. Diese Checks and Balances haben sich bewährt, aber wir sollten nie vergessen, die Ausschaltung des Parlaments war der Beginn vom Untergang Österreichs. Meine Damen und Herren, die Konstituierung von National- und Bundesrat am 19. Dezember 1945 war auch die Voraussetzung dafür, dass tags darauf Karl Renner zum ersten Bundespräsidenten der Zweiten Republik gewählt werden konnte. Und zwar damals durch die Bundesversammlung. Es geschah dies zum letzten Mal, wie wir wissen, denn Renners Nachfolger Theodor Körner wurde bereits vom Volk direkt gewählt. Heute ist diese Form der Direktwahl selbstverständlich und sie hat sich letztlich sehr bewährt. Ich möchte aber heute die Gelegenheit wahrnehmen, nicht nur als Bundespräsident zu Ihnen zu sprechen, sondern auch als ehemaliger Abgeordneter, der in diesem Hohen Haus 18 Jahre lang gearbeitet hat, arbeiten durfte. Gerade der heutige Tag ist ein guter Anlass, daran zu erinnern, dass wir, die wir in politischen Ämtern tätig sind, für Österreich arbeiten und für alle Menschen, die hier leben. Ich denke an meine Zeit im österreichischen Parlament gerne und in Dankbarkeit zurück. Es war für mich eine interessante, eine herausfordernde, eine schöne Zeit. Eine Zeit von heftigen Debatten, eine Zeit der Suche nach Gemeinsamkeiten, des Austauschs von Argumenten und der wechselnden Mehrheiten. Und genau letztes ist ja ein wesentliches Element der liberalen Demokratie, nämlich, dass sich Machtverhältnisse friedlich ändern können müssen.
Darin liegt, wenn ich so sagen darf, die reizvolle Kraft unseres Parlamentarismus. Und am heutigen Tag möchte ich allen Parlamentarierinnen und Parlamentariern in National- und Bundesrat herzlich für ihre Arbeit danken. Ihre Sorgfalt ist der beste Schutz für unsere Demokratie. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.